Okay, dann kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt und ich gebe ein paar einleitende Worte zur Bedeutung der Energiewirtschaft. Mit einer mini kleinen Bildschirmpräsentation, bevor wir dann das Thema Gaskraftwerk in Leipheim ein bisschen näher anschauen. Die Energiewirtschaft im Vergleich. Ein paar Kennzahlen aus den letzten Jahren. Da stehen jetzt mal statistische Daten von Destatis über unser Bruttoinlandsprodukt, über unser Bruttonationaleinkommen, Volkseinkommen, Bruttolöhne, Gehälter, verfügbares Einkommen der privaten Haushalte, Konsumausgaben, Arbeitnehmerentgelt, Unternehmens- und Vermögeneinkommen. Das sind mal so grundlegende Kennzahlen, die man eigentlich immer benutzt. Und die wollte ich einfach mal hinstellen und so, dass mir jeder sehen kann. Also vor allem Bruttoinlandsprodukt oder auch dann Volkseinkommen, was absolut der Exporteur ist im Wesentlichen, um zu sehen, welche Rolle eigentlich diese Energiewirtschaft innerhalb des gesamten Bruttosozialprodukts oder des gesamten Volkseinkommens spielt. Wie wir sehen, 2,9 Billionen Euro das Bruttoinlandsprodukt, fast 3 Billionen das Nationaleinkommen, knapp 2,2 Billionen das sogenannte Volkseinkommen. Und wenn wir jetzt die Größenordnung der Energiewirtschaft im Vergleich anschauen, dann haben wir hier ein paar hochinteressante Zahlen. Bei der Energie sind wir hier bei 571 Milliarden. Insgesamt Elektrizität sind es 499 Milliarden Umsatz, Gas 65 Milliarden, Wärme, Kälte nicht ganz 7 Milliarden. Und vorne sind dann noch ein paar Daten, wenn die jemand haben will: Anzahl der Beschäftigten, Anzahl der Unternehmen, die tätig sind und die Investitionen, die getätigt werden. Da die damit verfügbar waren, habe ich sie gleich mitgenommen. Wenn ich das jetzt direkt gegenüberstelle, dann sehe ich, ich habe ein Volkseinkommen von nicht ganz 2,2 Billionen Euro und einen Umsatz in der Energiewirtschaft von etwa 571 Milliarden Euro. Das sind also gut 25% der Volkswirtschaft. Das ist eine riesige Zahl. Im Vergleich dazu die deutsche Automobilindustrie 361 Milliarden Euro, gerade mal halb so groß. Die Automobilindustrie hat aber eine starke Lobby und einen respektablen Klang in der Welt, das ist ganz wichtig. Eine große Aufmerksamkeit. Es wird wohl wenig, um wenig so viel Aufhebens gemacht wie um das deutsche liebstes Kind, nämlich sein Auto. Bei der Energie schauen wir nicht so genau hin. Das gibt mir zumindest zu denken. Da stellt sich mir die Frage, warum haben wir eigentlich keinen Energieminister, sondern schleppen das in irgendeinem Ministerium so en passant, mehr oder weniger mit. Andere Staaten haben längst ein Energieministerium und kümmern sich ganz speziell um das Thema Energie. Wir haben uns mal in unserer AG Energiepolitik, der ein oder andere kennt die wahrscheinlich, ein paar Gedanken gemacht und Zahlen gesammelt. Natürlich unterlegt mit Quellen, die schon mal angegeben. Und haben mal verglichen. Was kostet Atomstrom? Also das ist jetzt einfach eine Durchschnittszahl. Das ist natürlich eine gewisse Bandbreite drin. Was kostet Atomstrom eigentlich in der Erzeugung, ohne dass er subventioniert wird? 12,5 Cent. Bei der Kohle sind wir bei 14,5. Beim Gas ungefähr bei 9. Bei Öl 12 Cent. Bei der Photovoltaik sind es momentan etwa 9. Beim Wind etwa 6 Cent. Also onshore, nicht offshore. Quellen sind zum Beispiel wie die Wikipedia und andere. Dann gibt es sogenannte Markteintritts- oder Grenzpreise, zu welchen die verkauft werden. Hier unten ganz absichtlich, bei PV und Wind 0 Cent. Weil warum? Es gibt die EEG-Umlage, das heißt, der Markt nimmt den Strom auf und bezahlt dafür eigentlich nichts, aber verkaufen wir dann trotzdem. Weil bezahlt ist er ja schon. Wenn man die Subventionen vergleicht, die Größenordnungen, bisher sind geflossen bei Kernenergie ungefähr 200 Milliarden Euro. Bei der Kohle etwa 400 Milliarden Euro. Bei Gas und Öl kann man es einfach nicht genau feststellen, weil Zahlen schwer zu kriegen sind. Bei der PV steht hier 130, beim Wind steht nichts. Das habe ich mit dem Hintergrund gemacht, dass ich keine differenzierten Zahlen gefunden habe, sondern nur allgemeine. 130 Milliarden sind die Förderungen über die EEG-Umlage aus allen, also für alle sogenannten erneuerbaren Energien, also auch inklusive Biomasse und die Geschichten. Und das sind die bisher produzierten Strommengen, die man damit produziert hat.
Das Ganze hat natürlich eine gewisse Bedeutung. Und das sind Gedanken, die uns momentan anleiten. Wir haben jährliche, ich nenne sie K&K-Subventionen, weil sie sehr viel mit Eliten zu tun haben, für Kohle und Kernkraft von weiterhin 29 Milliarden Euro, das konnten wir feststellen. Unter anderem witzigerweise über die EU. Da kriegt man dann die Zahlen, die man hier nicht so ohne weiteres kriegt. Der jährliche Kostenvorteil für die energieintensive Industrie liegt bei momentan etwa 6 Milliarden Euro. Dann haben wir ja seit Mitte der 60er Jahre eine ansteigende Schuldenlast in der Bundesrepublik. Das heißt, Investitionen, die irgendwann mal in dieser Zeit getätigt wurden und mit Bundesanleihen finanziert wurden, sind eigentlich nie zurückbezahlt worden. Also Schulden wurden nie getilgt, ist immer nur gestiegen. Das heißt, wir zahlen für das, so gesehen, eigentlich immer noch 45 Milliarden Euro Zinsen jedes Jahr. Dafür, dass es Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke gibt und auch sicher noch die ein oder andere Ölanlage oder das ein oder andere ältere Gaskraftwerk, die irgendwann mal in Anführungszeichen privatisiert wurden. Das ist ja auch ein Thema bei uns, die sogenannte Privatisierung. Und wo wir eigentlich nicht klar erkennen können, wie ist denn das Geld hier zurückgespielt worden. Das sind einfach nur die wirtschaftlichen Daten, über die man mal nachdenken muss. Die jährlichen Ausgaben für den Import fossiler Energieträger sind momentan geschätzt bei 80 Milliarden. Das waren schon mal 100 Milliarden, aber das Öl ist ja gesunken in den letzten Monaten sehr stark. Und direkte Preisvorteile durch Subventionen an die Industrie in Form von Steuerermäßigungen bis hin zu gar keine Steuern sind etwa 9 Milliarden. Was bedeutet das? Wir finanzieren momentan Arbeitsplätze in einem weit größeren Umfang, als die Betroffenen an Lohn erhalten. Das passiert in der Stahlindustrie, das passiert in der Metallindustrie allgemein, das passiert vor allem in der Waffenindustrie, das passiert aber auch beim Kohletagebau oder Kohlebergbau. Das, was wir da an Lohnkosten haben, ist weitaus weniger, als was an Subventionen reinfließt. Damit finanzieren wir Arbeitsplätze, das ist auch wichtig, aber es rechnet sich nicht. Im Gegenteil, wir zahlen drauf. Wenn man den Markt anschaut, bezahlen wir beim Strom eigentlich keine aufwandsgerechten Preise. Es gibt Modelle, wo aufwandsgerechte Preise vergütet werden. In dem ganzen Strommarkt, zum Beispiel die Netzentgelte, orientieren sich am realen Aufwand in etwa. Die werden auch genehmigt von der Bundesnetzagentur und auch beim EEG. Ist es ungefähr so ein bisschen abgeglichen. Aber andere Erzeuger zahlen keine aufwandsgerechten Preise. Auf der politischen Seite verfehlen wir international eingegangene Verpflichtungen. Ich sage mal 2005, Klimakanzlerin Merkel. Wir senken den CO2-Ausstoß. Jetzt ist er so hoch wie schon lange nicht mehr. Hochinteressant. Und wir sind eben nicht mehr das Vorreiterland für die Energiewende. Das will nur hier keiner zur Kenntnis nehmen. Wir haben in der AG 7 Definitionskriterien ausgemacht. Ich will die gar nicht so groß aufzählen. Wo wir hinten dran sind, mehr haben wir nicht gefunden. Und in allen 7 sind wir hinten dran. In allen 7. Wir sind nicht mehr vorne. Stimmt nicht. Also wenn das jemand behauptet, das ist einfach nicht wahr. Das sind so die Ausgangssituationen in der momentanen Lage, die Kenndaten. Und das war eigentlich schon so ziemlich alles. Hier habe ich noch die Links, wo wir die Daten her haben. Wer die Folie haben möchte, kann sie gern haben. Ich werde das jetzt nicht bewerten und weiter ausführen, sondern ich habe das einfach mal nur hingestellt, damit man weiß, über was man hier nachdenken kann und woran wir uns orientieren können, bevor wir wieder anfangen, Glaubenssätze zu produzieren oder nachzubeten. Das ist die Lage. Wer tiefer einsteigen will, weiß, wo er die AG-Energiepolitik findet und mitdiskutieren kann. Und jetzt bin ich eigentlich mit meinem Ding schon am Ende. Ich wollte damit zeigen, dass man diese Dinge alle nachlesen kann. Man kann sie nachprüfen, es gibt Grafiken dafür. Und dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass es einen realen Hintergrund hat. Ob es jetzt immer genau stimmt, dass es 12,5 oder 14,5 Cent, sei mal dahingestellt. Kommt immer darauf an, was man an Zahlen kriegt und was nicht. Aber das ist so der Punkt, um den das kreist. Okay. Und dann können wir eigentlich übergehen zu einem konkreten Thema, von den ganz allgemeinen Sachen.